Aufnahme starten. Das ist immer ein guter Anfang. Den klappen wir ein. Dann klappen wir den nochmal ein. Dann fange ich heute mal mit denen an, die hier vorne anstehen. Na, das sieht interessant aus. Also probieren wir das mal. The Last Dinner. Habe ich überhaupt einen Kopfhörer auf? Gucken. Mit dem Mikrofon, das ist gut. Ja, das sieht doch schon mal nach was aus hier. Sag mal. Ist die Tür so klein oder ich bin nicht so riesig? Was frage ich eigentlich? Ich bin so riesig. Das ist ein Chinesenprogramm. Ich glaube, es klappert schon wieder so ein bisschen, ne? Hier Kabel. Obwohl hier höre ich nicht viel, aber hier Kopfhörer. Knirscht ein bisschen. Kann man da nicht Licht machen? Menno, Start geben. Start geben. Also, ich sehe meine Hände aus gar nicht. Meine Hände sind unsichtbar. Egal. This game. Contains Elements of Terror. Ja. Oh. The teaching mode is about to start. Press the trigger three times to skip the tutorial. Ich weiß auch nicht, muss ich da irgendwie skippen? Irgendwie verdammt dunkel hier die Gegend, ne? Hallo? Hallo? Da ist noch Wald, aber es ist sonst nichts. Dann würde ich sagen, trigger ich jetzt dreimal. Can be carried out normally. This will ensure that the operation can be. Then you can try rotating your head to see what's going on around you. Aha. You can move different directions by touching different. Blablabla. Was bewegt sich hier? Bin ich das? Nein. Ich drifte durch die Gegend? Nein. Ich habe 1, 2, 3 mal Trigger gepresst. I'm going to skip the tutorial. Du so! Oder muss ich auf Chinesisch sagen oder auf Koreanisch oder was immer das ist? Ich glaube, es ist kein Japanisch. Obwohl sicher kann man da nie sein. Wo bin ich hier schon wieder hingedriftet? Völlig woanders. Ich bin hier wieder verkabelt ohne Ende. Now try to move! Geht! Also, damit. Ja, ganz langsam bewegt sich hier was. Okay, ich move mich ganz langsam. Aber es könnte heller sein, ne? Finsternis umgibt mich. Mal gucken. Trigger? Nix. Grip-Knopf? Ah, viel besser. Eine Taschenlampe, die in alle Richtungen gut funktioniert, das gefällt mir schon mal. Come on. It's horrible out there. Gute Idee. Ach. So, Knopf. Ah! Das ist ja nicht meine Tür. Tür, geh auf. So, prall ich ab von der Tür. Dann muss ich vielleicht dahin gehen. Kann ich damit gehen? Nein, damit kann ich. Mit dem Joystick. Das ist endlich mal vernünftig, mit dem Joystick gehen zu können. Dachte ich. Kann ich auch teleporten? Nein. Jetzt will ich mal gehen, jetzt kann ich nicht rein. Das ist aber jetzt echt blöd. Vielleicht mit den anderen Knöpfen? Damit nicht. Das ist die Taschenlampe an aus. Change your flashlight hand. Na gut, das kann ja ganz sinnvoll sein. So. Ich komme trotzdem nicht rein. Was mache ich denn jetzt? Das ist ja mal ein Problem, vor dem ich noch gar nicht stand. Reinkommen. Wieso schwebe ich jetzt nach vorne? Sensortasten? Nein. Joystick? Rechts, links, vorwärts, rückwärts. Nur nicht rein. Vielleicht muss ich die Tür irgendwie anklicken. Ja, die klickt aber auf und die klickt zu, ne? Bin ich jetzt drin? Muss ich an die. Aha. Dann habe ich nur die Hand der Taschenlampe geändert. Menno, das Spiel könnte so schön sein. Wieso drifte ich eigentlich in die Richtung, in die ich gucke? Tür auf. Das ist gut. Tja, ich komme nicht rein. Ich kann mich ja mal bücken, vielleicht passe ich dann rein. Nein? Schräg ich nur meinen Hintern in die Landschaft. Ich sehe sogar einen Lichtschalter. Die Grafik ist geil. Aber Leute, wenn ich nicht reinkomme, ist das ungeil. Trigger, nix. Anderer Trigger, auch nix. Grip wissen wir, Taschenlampe. Taschenlampe
Touchpad, nix. Anderes Touchpad, auch nix. Ach, Menüknopf. Start again. Starten wir nochmal von vorne. Oh, ich bin noch größer. Ich wachse von Stunde zu Stunde. Probieren wir doch mal Settings. Hinsetten sozusagen. Wie Sie sehen, bringt das nichts. Nun gut. Start das Game nochmal. Eins, zwei, drei. Tipp, tipp, tipp. Skip the tutorial. Ja. Turn on the flashlight. Jetzt wäre noch was anderes. Da ich immer noch zu hoch bin, werde ich nochmal ins Desktop springen, wenn es mich lässt. Es lässt mich nicht. Damit kann ich mich auch nicht wieder in die richtige Höhe zurückversetzen. Das ist aber richtig dämlich. Ja, was ist mit dem Menüknopf? Quit oder Start again? Dasselbe wahrscheinlich hier? Nein. Es gibt also keinen Reset-Knopf, mit dem ich auf eine vernünftige Größe runterkomme. Ich glaube, das ist schon ganz gut, dass sie ein Demo gemacht haben, weil es funktioniert aber... Ah! Ah! Ich bin runtergefallen. Irgendwie, glaube ich. Fledermäuse. So, kann ich jetzt rein? Nein, ich kann immer noch nicht rein. Tja. Knöpfe, Knöpfe, Knöpfe. Taschenlampenknöpfe. Joystick in alle Richtungen. Joystick drücken. Führt mich dahin, was es ja auch soll. Tja. Ich komme nicht rein. Gut, damit ist das Programm leider abgeheftet, obwohl es, also die Grafik sieht extrem geil aus. Tja, aber wenn das schon nicht funktioniert, brauche ich mich um die Vollversion auch nicht zu kümmern. Es hat ein bisschen Ähnlichkeiten mit meinem Haus vor der Renovierung. Also so allein die Treppe erinnert mich total daran und auch der Boden. Naja, aber wenn mich irgendwelche Geister hier drin nicht haben wollen, ich passe auch nicht durch die Tür. Denn eben nicht. Vielleicht finde ich ja irgendwas im Internet zu dem Thema, aber momentan bedauernd abgeheftet. Irgendwas piept. Oh, Fernsehen geht gleich los. Ich bin gleich im Fernsehen. Toll. Dann kann ich ja auch VR abschalten, ne? So, erstens zum Desktop zurück und die Filmaufnahme beenden. Und dann kann ich nämlich